Ja, schönen guten Tag, Frau Wollrath. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für ein Interview im Rahmen der Reihe Ein Herz für Freiburg zur Verfügung zu stehen. Sie sind die Leiterin des zukünftigen Dokumentationszentrums Nationalsozialismus. Sind Sie so nett, fangen Sie vielleicht erstmal damit an, ein bisschen was über Ihren Background zu erzählen. Wo kommen Sie her und wie sind Sie in diese Position gekommen? Sehr gerne. Schönen guten Tag, Herr Bodke. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier im Interview dabei sein kann. Und ich stelle mich gerne einfach mal vor. Mein Name ist hier, wie gesagt, Julia Wohlrab. Ich bin Historikerin und seit Oktober 2020 jetzt in Freiburg für das Projekt NS-Dokumentationszentrum, das ich seitdem betreue. Und meine Leidenschaft galt eigentlich schon immer der Auseinandersetzung mit Geschichte, auch der Beschäftigung mit Geschichte. Ich habe in Freiburg Geschichte und Islamwissenschaften studiert, bin dann zum Masterstudium nach Berlin gegangen, habe dort Public History im Master studiert, also sehr viel mit der Frage auch gearbeitet, wie kann Geschichte im öffentlichen Raum vermittelt werden, in Museen, aber auch in Filmen beispielsweise. Neben meinem Studium habe ich dann gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen eine GbR gegründet, die heißt Past and Present. Und da haben wir uns der Entwicklung digitaler Geschichtsformate gewidmet und machen das auch immer noch nebenbei, neben unseren eigentlichen Berufen. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, sich auch damit zu beschäftigen. Meine erste hauptberufliche Tätigkeit war aber für den Verein Gegen Vergessen für Demokratie, der bundesweit aktiv ist, aber seine Geschäftsstelle in Berlin hat. Und der Verein setzt sich thematisch mit den beiden deutschen Diktaturen, also NS-Diktatur, aber auch mit dem SED-Regime auseinander, macht historisch-politische Bildungsarbeit für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und dort war ich neben der Bildungsarbeit auch in der Präventionsarbeit tätig. Ich habe eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und war dann dort im Verein unter anderem in der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus aktiv, wo wir von Rechtsextremismus Betroffene, Eltern, Angehörige beraten haben. Und ja, jetzt, ich glaube, mit diesem Hintergrund habe ich auch einiges dabei, was mir dann letztlich auch für die Arbeit für und im Dokumentationszentrum zugutekommt, weil es ja auch im Dokuzentrum nicht nur darum gehen soll, Geschichte, also die Zeit des Nationalsozialismus in Freiburg darzustellen, auch zu erforschen, sondern letztlich auch über unsere Demokratie heute ins Gespräch zu kommen, auch zu diskutieren und ja, ein offenes Haus zu etablieren, in das man gerne geht, um sich auch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Da sind Sie ja sehr breit aufgestellt. Haus der Begegnung, das fand ich eine schöne Metapher. Wie genau stelle ich mir das ja jetzt vor? Das soll ja im Rotteckhaus untergebracht werden, das neue Dokumentationszentrum Nationalsozialismus. Sind dann da Menschen, mit denen man in den Dialog gehen kann? Werden Dinge ausgestellt oder ist da vielleicht auch eine Leinwand, wo irgendwas gezeigt wird? Vielleicht mögen Sie uns ja schon ein bisschen verraten, wie es dort mal zukünftig aussehen wird. Ja, sehr gerne. Und vielleicht einfach auch kurz die Info an dieser Stelle. Wir arbeiten gerade auch an einer Website, um dann auch den Einrichtungsprozess des Dokumentationszentrums, wie es dann auch einmal aussehen soll, welche unterschiedlichen Möglichkeiten man als Besucher und Besucherin dort hat, zeigen zu können. Weil bis zur Eröffnung im Jahre 2023 ist es auch noch ein Weilchen hin. Wir haben aber den Anspruch, schon vorher auch digital zu öffnen, das heißt auch immer wieder Angebote zu unterbreiten, auch Veranstaltungen umzusetzen, digital oder hoffentlich auch bald wieder vor Ort, um sukzessive auch mit dem Thema ja, in die Öffentlichkeit gehen zu können, auch die Möglichkeit bieten zu können, schon heute mit zu diskutieren und auch mehr darüber erfahren zu können. Ja, und wenn wir heute mal, wenn ich Sie so mal mitnehmen darf, auf einen kleinen Rundgang jetzt im Gespräch durch das Haus, dann ja, werden wir ganz unterschiedliche Dinge zu sehen bekommen. Wir haben eine Ausstellungsfläche, die sich über insgesamt 3 Stockwerke erstrecken wird. Im Erdgeschoss, das ist die größte Fläche, die wir haben, wird es neben einem
Gedenkort für alle Opfer des Nationalsozialismus in Freiburg, auch einen großen Veranstaltungsraum geben, in dem eben immer wieder auch Diskussionsabende, Lesungen, Workshops stattfinden können. Und die inhaltliche Ausgestaltung eines Dokumentationszentrums ist derzeit so geplant, dass wir mit der Zeit Ende des Ersten Weltkrieges, also 1918, beginnen werden. Das ist auch das erste Ausstellungscluster, dass wir fragen, wie hat Freiburg Ende des Ersten Weltkrieges ausgesehen? Welche Sorgen hatten die Menschen damals nach dem verlorenen Krieg? Es war eine Aufbruchsstimmung, aber auch eine Stimmung der Orientierungslosigkeit. Wir haben die erste Demokratie im Deutschen Reich. Natürlich gab es schon vorher auch Demokratieerfahrungen, gerade in Baden. Und die greifen wir an dieser Stelle auch auf. Und enden dieses erste Ausstellungsmodul dann beim Jahr 1933, also mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Ausstellung wird sich dann fortsetzen im Untergeschoss, wo wir auch noch tatsächlich originale Räume haben, Luftschutzräume aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das Haus wurde ja 1936 errichtet und fertiggestellt damals als Verkehrsamt. Und das Besondere ist, dass wir im Keller tatsächlich Luftschutzräume haben, die noch als solche erkennbar sind. Das heißt, das Haus selbst wird auch Exponat, also Ausstellungsobjekt sein. Und damit werden wir auch arbeiten. Und im Ausstellungsrundgang selbst wird dann aber natürlich sehr viel auch Platz dafür verwendet werden, dass wir die Etablierung der Diktatur in Freiburg, also warum war das überhaupt möglich, dass sich der Nationalsozialismus auch hier durchsetzen konnte in einer Stadt, die sehr vom katholischen Milieu auch geprägt gewesen ist. Wir stellen unterschiedliche Schicksale, Biografien vor von Menschen, die das System gestützt haben, aber auch Menschen, die leiden mussten, die vertrieben wurden, deren Hab und Gut verschachert wurde, deren Familien letztlich auch aus Freiburg vertrieben wurden und die zum Teil eben auch ermordet wurden in den Konzentrationslagern. Und neben dieser Darstellung der Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven, dann wäre mit einem Blick auf das System des Nationalsozialismus, wird es auch um die alltägliche Kriegserfahrung in Freiburg gehen. Also wie haben die Menschen hier die Aufrüstung erlebt, den Alltag, auch die auch Freiburg als Grenzregion war natürlich ein großes Thema. Letztlich dann auch der Angriff auf die Stadt, also der Bombenangriff am 27. November 1944. Das sind alles Stationen und Themen, die Platz finden werden in der Ausstellung, aber auch die Zeit nach 1945. Also wie ist die Stadt mit dieser Geschichte dann auch umgegangen, beziehungsweise wie hat der Wiederaufbau funktioniert oder auch nicht? Da gibt es natürlich auch ganz ambivalente Schicksale, aber auch Biografien, die man erzählen kann, auch von Menschen, die im nationalsozialistischen Regime aktiv gewesen sind, aber dann ohne einen größeren Bruch in ihrer Biografie auch wieder in die Stadtverwaltung ihren Platz gefunden haben in der Stadtverwaltung. Und das muss man natürlich auch problematisieren und auch thematisieren. Und letztlich ist auch die Diskussion um die Einrichtung eines Dokumentationszentrums zum Nationalsozialismus Teil dieser Geschichte, auch Teil dieser Aufarbeitung und wird auch in der Ausstellung ihren Platz finden. Sehr durchdachtes Konzept, faszinierend. Jetzt ist ja noch ein klein bisschen hin bis zur Eröffnung und gerade in Zeiten von Corona, also ich erinnere mich zum Beispiel, in meiner Schulzeit haben wir Konzentrationslager besuchen dürfen, was ja sehr eindrücklich ist, um auch die ganze Thematik den jüngeren Menschen ein bisschen näher zu bringen. Kinder, Medienlandschaft, ne, viel damit beschäftigt und mir fallen spontan zwei Filme ein. Das ist einmal Schindlers Liste und das ist einmal Der Untergang. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so 100% zu dem Zentrum passt, dennoch würde mich Ihre Meinung dazu mal interessieren. Sind es Filme, die Ihrer Meinung nach dazu dienen, den jüngeren Menschen dieser Thematik näher zu bringen, um danach halt zu sagen, lass uns in so ein Zentrum gehen oder lass uns in ein Museum gehen und Sachen anschauen? Oder wie stehen Sie dazu?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich finde die sehr, sehr spannend, weil gerade auch eben Filme, aber auch Dokumentationen, es gibt ja sehr, sehr viel zum Thema Nationalsozialismus, was auch im Fernsehen oder im Kino immer wieder gezeigt wird. Und wenn ich jetzt an den Untergang, aber auch Schindlers Liste denke, das sind sicherlich ganz zentrale Filme, die auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass das Thema weiterhin auch öffentlich diskutiert wird und dass sich auch mehr Menschen damit auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen, weil vielleicht geht man dann doch eher mal in einen Kinofilm als durch einen Erinnerungsort, an eine KZ-Gedenkstätte oder auch ein Museum zu gehen. Das ist ein niedrigschwelliger Zugang zu dieser Geschichte. Und doch muss man eben auch sehen, also zum einen, gerade wenn es für Kinder und Jugendliche sein soll, wie alt sind die Kinder, die dann auch diese Filme sehen. Ich denke, da braucht es sicherlich auch eine Einordnung. Da muss man sich genau überlegen, ab welchem Alter kann man als Kind diesen Stoff dann auch gut verarbeiten. Ich habe da selber auch mit dem Sohn meines Freundes auch schon drüber gesprochen. Der ist jetzt in der 6. Klasse und der fängt gerade an, auch nachzufragen, ja, was war das denn eigentlich und wie ist das mit den Nazis gewesen und mit dem Krieg? Und ich merke schon, dass ihn das Thema sehr, sehr anfasst und dass es ihn sehr bewegt. Und da muss man sehr behutsam sein, glaube ich, auch in der Vermittlung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass Filme, wie die Sie gerade auch beschrieben haben, natürlich auch dazu beitragen, dass das Thema eben weiter auch im Gespräch bleibt und dass es auch vielleicht jüngere Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen. Aber man muss auch klar sagen, heute gibt es ja noch mal ganz andere Formate auch der medialen Auseinandersetzung. Also wir hatten vor einigen Jahren die Diskussion, ob Facebook-Kanäle beispielsweise in KZ-Gedenkstätten, ob das legitim ist, ob man damit arbeiten kann, auch wenn Jugendliche irgendwie kleine Filmchen drehen für Instagram oder TikTok und das dann, also die beispielsweise auch beim Holocaust Denkmal in Berlin aufgenommen wurden und die dann online stellen, ist das nicht eigentlich eine Grenzüberschreitung? Also darf man eigentlich solche kleinen Filmchen dann auch veröffentlichen? Und das gilt es zu diskutieren, denn ich glaube, es braucht einfach auch neue Formate und neue Zugänge, die niedrigschwellig sind und die eben auch junge Menschen dazu motivieren können, sich dennoch damit auseinanderzusetzen, auch wenn es ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr emotional belastendes Thema ist, muss es irgendwie Wege geben, ja, wie man sich selber individuell eben auch damit dem Ganzen nähern kann, ohne total überwältigt zu sein davon. Und eben immer wieder auch Schlüsse ziehen zu können für unsere Gegenwart. Also was nehmen wir denn aus der Beschäftigung mit dieser Geschichte auch mit für unseren Alltag, für unser Leben miteinander in einer diversen, in einer demokratischen Gesellschaft? Da klar fällt einem dann natürlich ein, der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was bedeutet das eigentlich konkret für uns, für unser Zusammenleben? Und darüber müssen wir sprechen. Und da, glaube ich, gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Potenzial, eben gerade auch mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Perspektive auf diese Geschichte, aber auch auf die Möglichkeiten der Gestaltung mit ihnen gemeinsam zu diskutieren. Finde ich gut, auch den zu erweitern und zu gucken, wie kommt man an jüngere Menschen ran und auch zu sagen, eine Diskussion stattfinden zu lassen und neue Wege zu beschreiten. Und bei der Begleitung bin ich auch bei Ihnen. Deswegen fand ich auch das toll, dass Sie gesagt haben, hey, wir sind an der Webseite dran, wir wollen die Menschen an dem Prozess teilhaben lassen, wir wollen Sachen machen, wir können uns darüber austauschen. Mein Sohn ist ein bisschen älter und der fängt jetzt auch an, beziehungsweise wir haben den Tag auch mal mit einem Film angefangen. Und man merkt schon, also alleine hätte ich ihn den nicht schauen lassen wollen. Und ich habe im Vorfeld viel mit ihm darüber geredet. Wir haben auch mehrfach Pausen gemacht und haben danach gesprochen. Aber dass es wichtig ist, dass man da diesbezüglich in den Dialog kommen kann. Und vor allem auch den Bezug zur heutigen Zeit herzustellen, sehe ich ganz genauso. Frau Wohlrab, wir nähern uns auch so ganz langsam schon dem Ende unseres Gesprächs. Haben Sie noch irgendeine Herzensangelegenheiten oder einen Herzenswunsch in diesem ganzen Kontext oder wo Sie sagen, ah, da würde ich gerne noch einen Schwerpunkt mit draufsetzen oder da würde ich gerne noch ein bisschen mehr etablieren oder mehr mit reinschauen oder mehr ins Boot holen? Gibt es da irgendwas?
Ja, also es gibt tatsächlich einen großen Herzenswunsch, den ich habe, auch im Hinblick auf auf die Einrichtung des NS-Dokumentationszentrums. Wir haben es ja gerade auch schon kurz besprochen, also die Eröffnung wird sich jetzt noch etwas hinziehen und doch ist ja allerhand zu tun. Also auch bis dann ein solches Doku-Zentrum eröffnet wird, muss viel, viel besprochen werden. Auch viele Menschen müssen mit ins Boot geholt werden. Viele unterschiedliche Perspektiven wollen auch mit berücksichtigt werden. Und das ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, auch ein sehr komplexer Prozess, der auch sehr emotional teilweise überlagert ist, also weil es auch um sehr viel eigene Betroffenheit geht in diesem Zusammenhang, gerade wenn wir eben auch mit den Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Opfergruppen auch sprechen. Und mein Wunsch wäre, dass wir ja einfach alle zusammen auch an einem Strang ziehen und letztlich auch das große Ganze, also das Ziel am Ende des Weges im Blick haben und ja auch die Unterschiedlichkeit, die uns vielleicht auch manchmal voneinander trennt, eher aufbrechen und das sehen, was wir gemeinsam haben und auch das als gemeinsame Stärke begreifen, damit wir doch relativ zügig dann auch an die Umsetzung des Projektes, an die Eröffnung des Dokumentationszentrums kommen. Denn ja, wir sind ja alle nur für eine kurze Zeit auf dieser Welt und diese Zeit, das empfinde ich persönlich zumindest so, ist ein großes Geschenk, die wir haben, um eben selbst auch gestalten zu können, um den nachfolgenden Generationen auch etwas hinterlassen zu können. Und mein Wunsch wäre, dass wir den nachfolgenden Generationen unter anderem eben ein Haus hinterlassen können, das sie auch in 50 Jahren oder noch länger besuchen können, indem sie sich auch kritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen können, ohne das Gefühl zu haben, ich bin schuld, sondern es ist eher eine Frage von Verantwortung und auch einer Frage von, wie möchte ich eigentlich meine eigene Gegenwart und meine eigene Zukunft gestalten und in Zukunft auch wahrnehmen können. Das wäre mein großer Wunsch. Dem ist nichts hinzuzufügen, auch da bin ich bei Ihnen. Frau Wohlrab, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich begegnen, spätestens vielleicht, wenn das Zentrum eröffnet worden ist und dass unsere Kinder und vielleicht auch unsere Enkelkinder eines Tages noch die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und sich entsprechend damit auseinandersetzen können. Das wäre sehr schön. Vielen Dank für das Interview, Herr Bodke. Danke, gerne.